Dog. Borderlands. Man wird es vielleicht schon erahnen können. Und ja. Wir werden auch gleich direkt ins Getümmel uns stürzen. Zuerst möchte ich noch ein bisschen was über Borderlands loswerden. Und zwar ist es so eine Art Rollenspiel. Ist auch noch Ego-Shooter. Und ja, ihr könnt, also es gibt wirklich unendlich Waffen, nahezu unendlich. Es sind, glaube ich, auf jeden Fall über 3 Millionen, wie es in einigen Berichten zu lesen ist. Und zwar, es wird auch durch den Waffengenerator, werden auch oft so unmögliche Waffen dahergezaubert, wie eine Shotgun mit einem Zielfernrohr. Auch bei Pistolen irgendwie, keine Ahnung. Es gibt auch noch Säurewaffen. Oder eben Waffen, die einen in Brand setzen können. Auch Schockwaffen, die eben die Plasmaschilde, die Schilde direkt durchdringen. Und ja, die Waffen haben auch, also ihr könnt euch selbst auch aufleveln. Und eben neue Waffen, ihr könnt dann auch eben neue Waffen tragen. Manche fordern nämlich ein bestimmtes Level. Und die Waffen unterscheiden sich auch selbst neben den Fähigkeiten wie Feuer und Schock, es sind noch normale Waffen, auch noch an der Stärke, an der Zielgenauigkeit und an anderen Sachen. Es wird auch alles euch angezeigt. Und ja, es sind eben die 4 Charaktere, die ihr auswählen könnt. Nächste Station, Firestone Depot. Wie gerade der Bombusfahrer gesagt, unsere Stadt heißt Firestone. Wer steigt aus dem Bus? Wir nehmen den Soldat, weil ich einfach... keine Ahnung, einfach so. Bleib ganz ruhig. Hab keine Angst und lass dir nicht anmerken, dass jemand mit dir spricht. Und das ist irgendwie so ein komischer Engel, keine Ahnung. Weil ihr müsst irgendwie zu so einer komischen Kammer kommen, wo es ganz viele Schätze gibt und der hilft euch irgendwie dabei. Ja, Kammer, genau. Gleich wirst du von einem witzigen kleinen Roboter begrüßt. Mach einfach alles, was er sagt. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Ich melde mich wieder. Oh, Fettsack, mach die Tür auf. Ja, du. Tja, hier wären wir. Brauchst dich nicht groß zu verabschieden. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. ziemlich asynchron. Hoffentlich wird es doch nicht weiterhin so sein. Jo, hier die Bushaltestelle. Man sieht es auch sehr schön. Die Grafik, Cell Shading nennt sich das Ganze. Das eben comic-mäßig ist. Die ganzen Objekte alle schwarz, noch so schwarz umrandet wie. Ja, und das. Die Entwickler haben dann auch einen Vorteil, dass sie nicht immer alles scharf stellen müssen. Das wird man auch später sehen, wenn man Objekte weiter vorne anvisiert, ist der Hintergrund unscharf. Ich bin CLP for PTP. Du kannst mich aber wie alle hier Claptrap nennen. Bevor es weitergeht, nimm bitte dieses Echo-Kommunikationsgerät und Heads-Up-Display in Empfang. Ein Geschenk der Ball Corporation. Danke. So, jetzt wird unser ganzes Display hier mit irgendwelchen Symbolen voll gemacht. Das ist die Lebensanzeige, dann eben wie viel Munition und Magazine wir noch haben und auch noch welches Level wir sind, weil ihr wie gesagt euch aufleveln könnt und natürlich noch den, ja, was ist es, das ist ein Kompass eigentlich. Aber mit dem Regler-Typ, ne? Also Ego-Shooter mäßig können wir sprinten, wir können uns hinknien, wir können auch die Waffen wechseln, wir haben gerade nur eine. Anvisieren natürlich, schießen ist ja logisch. Dann können wir auch einen Nahkampfangriff als eigentlich. Darf ich vorstellen? Dies ist die Jojo Station. So, die gibt's öfters im Spiel. Und zwar könnt ihr hier unter anderem euren Namen ändern. Und wie wir uns nennen, ist ja logisch. Bob Quentock. So. Farben vom Anzug, ich kann es mal dir zeigen, so. Oh, rosa sieht doch nicht aus. Oh, was war's jetzt, das hier, oder? Lassen wir einfach mal alles, wie es ist.
daneben und die Skillpunkte zurücksetzen, ganz unten, das können wir nicht auswählen. Skillpunkte bekommt ihr immer, wenn ihr ein neues Level erreicht, dann könnt ihr eure Fertigkeiten aufleveln. Die Registrierung deiner DLS bietet dir den besten Schutz vor einem grauenhaften Tod und vor Verstümmelung. Falls ein bedauerlicher tödlicher Unfall passiert, sehr freundlich. Jetzt können wir auch schon die ersten Banditen angerast, mit denen wir das öfters zu tun haben. Wo ist denn der Roboter hin? Die werden euch wohl mit den ganzen fiesen Monstern, die eigentlich auf Dauer nur nerven, sehr oft begegnen, wie bereits gesagt. Ach, da war der. Kann ich da auch rein? Was ist das? Nein, geht natürlich nicht. So, jetzt werde ich euch gleich meine coolen Zielfähigkeiten zeigen, weil ich kann eigentlich überhaupt nicht zielen, hoffe ich mal. Ja, das sieht man schon. Gibt er noch? Nee. Wie ihr seht, poppen da auch schon solche richtigen Anzeigen auf, dass ihr Erfahrungspunkte bekommt. Und auch kritische Treffer werden angezeigt. Die Gegner lassen auch irgendwelche Items liegen, wie hier Munition oder auch Geld, was hier keiner getan hat. Da stehen ja überall auch solche Kisten rum, auch mitten in der Wüste, keine Ahnung, wenn die da hinterlassen hat. Auf jeden Fall ist da oft Geld drin, da gibt es auch noch spezielle Munitionskisten, wo dann Unmengen an Munition drin hocken und auch spezielle Waffenkisten. Die ganzen, hier ist noch eine Kiste. Da ist hier noch eine. Dann die ganzen Monster lassen komischerweise auch Geld liegen oder Waffen und Waffenmunition. Es gibt ja Toiletten, wo es auch Zeug drin ist. Da gibt es hier solche Haufen, die auch bei solchen Lagern von den Viechern sind, die ihr kaputt machen können. Da sind auch Sachen drin. Und ja. Oh, das war so eine Schockwaffe. Wo ist der? Bin ich blind? Ach, da. So, hier ist so eine Waffenkiste. Die sind immer so rund und rot. Nehmen wir aber alles mit, was wir kriegen können. Ja, gut. Munition ist auch meistens noch mal mit drin. So. Lass doch Geld ein bisschen. Also, das ist noch eine Toilette, Moment. Ne, erst hier jetzt. Das Inventar, unser Rucksack. Da werden alle unsere aufgesammelten Items angezeigt. Wir können nur eine bestimmt viele Sachen lagern. Insgesamt nur 12 Stück. Und zwar, wenn ihr dann unterwegs seid und euer Rucksack ist voll und ihr habt so eine coole Waffe gefunden, dann müsst ihr euch leider von einer von euren alten Items trennen und diese einfach wegwerfen. Notfalls. Wenn ihr in Städten seid oder bei Automaten, wo ihr Waffen kaufen könnt, Munition kaufen könnt. Und ihr könnt in Städten auch Waffen kaufen. Auf jeden Fall könnt ihr dort auch eure Waffen verkaufen. Und Schilde und Granaten, Modifikationen, alles könnt ihr dort verkaufen. Man bekommt auch Geld dafür, es wird bei der Waffe da neben dem Icon angezeigt. Für die würde ich noch 43 Dollar bekommen, für die nur 30, für die 40. Das heißt, ihr solltet eigentlich schon richtig Spaß haben mit eurem Rucksack umgehen und auch regelmäßig die Sachen verkaufen, die ihr nicht braucht, damit ihr die nicht irgendwann mal wegwerfen müsst. Dann habt ihr hier solche Stats.
wie Schaden, Zielgenauigkeit, Feuerrate und so Zusatzzeugs, wie dass die 30% mehr Schaden macht, die hat 38% Rückstoßverringerung, die Magazingröße wird angezeigt, dann der Hersteller, was aber eigentlich nichts sagen sollte. Da könnt ihr euer Inventar auch ordnen, nach hier Waffen, nach der Waffenart, nach der Herstellermarke. Ich kann noch eine hier reintun, dass man es vielleicht besser sieht. Hier zwei Hersteller. Waffen sind jetzt alle, jetzt eben Repeaters geordnet. Jetzt haben wir noch eine Assault Rifle. Also ihr könnt wirklich alles schön ordnen. Dann habt ihr zwei Waffenslots zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt maximal zwei Waffen gleichzeitig tragen. Also was heißt jetzt gleichzeitig halt wechseln. Und ihr könnt später noch zwei weitere freischalten, dass ihr viermal durchwechseln könnt. Und nicht immer Menü aufrufen, Waffe hier so aus dem Rucksack in die Hand geben und halt, die wollen wir nicht. Ja. Ah, da war noch eine Toilette. Die habe ich übersehen, vergessen. Ist da oben noch was? Nö. Und wieder zurück. Hier muss auch noch irgendwo Zeug rumliegen. Eigentlich ist ja total unwichtig, aber ich habe herausgefunden, dass nach einer Zeit die ganzen Sachen wieder zugehen. Also was heißt zugehen, dass sie sich erneuern. Das heißt, sie können so richtig viel Geld holen. Da haben wir eine Munitionskiste. Die unterscheidet sich von der Waffenkiste, dass sie eben nicht rot ist. Und hier findet sich eine Munition drin. Gibt es sonst noch irgendwelche Kisten? Weil Geld ist ja nicht immer wichtig, weil ihr könnt neue Schilde für euch kaufen. Dass ihr neben der Lebensanzeige noch eine Schildanzeige habt. Und ihr könnt Granatmodifikationen kaufen, dass sie bei einer Explosion in drei weitere kleine Granaten fliegen, dass es dann sozusagen vier Explosionen gibt. Ja. Voll. Das heißt, ihr könnt keine weitere Munition mehr aufsammeln. Weil die Gegner sind ein bisschen blöd, wenn sie mich nicht treffen. Okay, ich treffe auch nicht, ich muss gar nichts sagen. Hier haben wir so ein Sofort-Medikit, das heißt, es wirkt sofort. Ihr könnt auch Medikits als Vorrat kaufen. Geld. Geld und Munitionskiste. Ja, jetzt sind wir in der Stadt endlich angekommen. Oh, mein Leben ist irgendwie... Wow. Nächstes Level. Ja. Ist ja gut. Ausgezeichnet. Ich wusste, du bist der Richtige, mein Freund. Jetzt sind wir in Firestone. Ich melde mich bald wieder bei dir. Jetzt sehen wir so ein Ding, wo ihr euer Zeug ändern könnt. Ja, sprich. Achtung, Bürger von Firestone! Es besteht kein Grund zur Beunruhigung! Der neue Besucher hat das Problem gelöst! Mann, ich hab echt gedacht, jetzt ist alles aus. Diese verdammten Banditen lassen uns einfach nicht in Ruhe. Ich musste alles verrammeln. Ich lass dich rein. Mach schon. Verdammt. Die blöden Stromkreise sind wieder im Eimer. So, jetzt immer wenn ihr Munition, wenn ihr Mission zur Verfügung habt, beziehungsweise wenn eure Auftraggeber Mission für euch haben, dann seht ihr dieses Fenster, wo eben alle Missionen aufgeführt werden mit Informationen, was ihr dafür machen müsst, welches Level, also Schwierigkeitsgrad. Was ihr als Belohnung bekommt, könnt ihr dann akzeptieren, ihr könnt auch mehrere akzeptieren. Hast du eine Mission ausgewählt, siehst du ein neues Icon auf dem Heads-Up-Display. Das ist ein Wegpunkt. Der Wegpunkt
deine momentan aktive Mission auszuführen. Also ihr könnt Spiel auch mehrere Missionen gleichzeitig am Laufen haben, aber eben dann auswählen, welche ihr gerade verfolgen wollt, in Anführungszeichen. Das heißt dann einfach, dass ihr welche von denen ihr auf dem Radar angezeigt haben werden wollt mit dem grünen, mit der grünen Raute. Aber auch wenn eins nicht als Verfolgen ausgewählt wurde, könnt ihr das trotzdem erfüllen. Habe ich mal zufälligerweise irgendwie 3 Stück geschafft, obwohl ich nach ganz anderes verfolgt hatte. Das ist jetzt Dr. Z. Der örtliche Arzt. Danke fürs Aufmachen. Jetzt haben wir die Mission bzw. Quest erfüllt. Das ist ein richtiges Quest-System. Aber ich halte die Mitstationen hier am Laufen. An diesen Skags am Tor eliminieren. Bitte folge mir, ich öffne das Gate für dich. Und Skags sind die kleinen Viecher da, die hundeähnlichen, nervigen Tiere. Da ist eins. Oder? Ne, ist eine Blume. Mein Fehler. Alter, komm doch hierher, meine Fresse. Ja, jetzt bin ich hier und jetzt. Das sind keine Skags, das sind die Banditen und die kommen jetzt irgendwie hier. Sieht aus, als würdest du Nein Toast schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Du hast es geschafft. Ich wusste, du bist der Richtige. Oh, der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Ja, klar. Halt erst Diagnose erstellen. Oh mein Gott, ich habe ein Leck. Ich glaube, ich bin Leck. Der kleine Roboter ist arkramponiert. So hält er nicht mehr lang durch. Sieh zu, ob du was findest, womit du ihn reparieren kannst. Der ganz zufällig ein Reparaturkit. So gut wie neu. Ich glaube, ich... Habe ich einen Leck? Er scheint okay zu sein. Es wird Zeit. Du musst deinen Part übernehmen auf der Reise, die vor dir liegt. Okay, also hier sind jetzt die Skags, nervige kleine Viecher, von denen es auch irgendwie riesige Versionen gibt. So oft in den Weg, ey. Die Nerven ohne Ende. Oh, da kommt sogar noch einer. Ziel getroffen. Das sollte reichen. Wir sehen uns gleich. Hier in den hier ihren Nestern, sag ich jetzt mal. Das sind immer solche Haufen. Wo eben Munition oder Geld oder auch mal Waffen drin sind. Also es lohnt sich immer, die Haufen zu zerstören. Gehen wir zurück und liefern die erfüllte Quest wieder ab. Brauchst du was? So. Jetzt müssen wir den Energiekuppler holen, dann den Mediamarkt reparieren und dort auch ein Schild für uns kaufen. Ist es hier? Nee. Warte. Hier? Nee. Na, für die Notfälle, falls ihr mal mit dem Kompass hier unten nicht zurechtkommt, gibt es natürlich auch eine ganz normale Karte, dass ihr eben richtig sehen könnt, wo ihr hin müsst. Also es ist echt schade, dass sie nicht so eine Minimap integriert haben, weil ihr manchmal wirklich zu oft nachsehen müsst, ob ihr nicht einen Berg bei so einer Abzweigung lieber einen Berg hoch oder einen Berg runter lauft. Deswegen...
Bei einem Open-World-Spiel gibt's sowas echt nicht, dass ihr ja nur so ein Kompass-Dingens da habt. Warum ist der Energie Hoppla da draußen? Man weiß es nicht. Da ist er ja schon. Oh, hier hört sich nicht gut an. Hey, war ja wieder klar, dass genau hier solche Viecher rumgammeln, ey. Gibt's noch welche? Ja, ich bin nicht drauf aus, deswegen renne ich mal lieber weg. Sehr idyllisch hier. Und jetzt einen großen Bogen. Upp, wird zu groß. Gehen wir zu Dr. Set zurück. Was will ich tun? Oh ne, wie bist du noch? Ah. Hier reparieren und eben ein Schild kaufen. Ich habe zwar keinen Abschluss in hier sieht man auch, welche Kapazität der Schild hat und die Ladegeschwindigkeit. Hier gibt es auch immer Sonderangebote. Sieht man auch, wie lange das Sonderangebot läuft. Das gibt es auch bei den Waffen. Aber wir geben uns mit so einem zufrieden. Danke. Du solltest jetzt haben wir hier noch ein Schild über der Lebensanzeige. Und da lädt sich auch immer von alleine auf. Es dauert immer je nach Schild dauert es lange, aber das geht auch schneller. Abhängig halt von Schild, von dessen Level und eben auch. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier. Es nützt dir, wenn du Dr. Zed bei seinem Problem mit Ninetoes hilfst. Jetzt müssen wir Banditen töten. Also, was ihr dem Spiel ja nicht macht, ist durch Gegenlatschen Quests erfüllen und ja, Waffen sammeln. Wobei sammeln sich jetzt gerade nicht hier ja, geschickt ausweisen würde, weil der eben wow eben ständig neue Waffen findet, bessere Waffen, seltenere Waffen. Oh, echt, die Viecher nerven sowas von. Ist zwar gut zum Aufleveln oder was weiß ich, aber später, wenn ihr deswegen sterbt, weil da zu viel Viecher auf mich zukommen, ist es echt scheiße. Hey, er lebt noch. Jetzt wird es zu dem auch Nacht. Der Tag- und Nachtwechsel bringt außer der Optik nichts. Die Monster schlafen nicht. Das heißt, die Monster sind ja keine Monster, das sind ja irgendwelche Hundeviecher mit langen Zungen, die auch gelegentlich Schleim spucken können. Oh, ich bin ungeschützt. Mir reicht's jetzt. Die sind anscheinend irgendwie zu dumm, um mich abzuschießen. Aber das kommt später schon noch, also später werden sie schon schlauer. Und die rennen hier schon ein bisschen wahllos rum. Gibt's hier noch welche? Ja, anscheinend. Noch jemand? Ja, da hinten. Renn um dein Leben. Da ist er. Das dürften alle gewesen sein.
Ah, keine Kiste. Ah, da dran sind noch welche. Dann gehen wir mal schön zurück und liefern das hier mal ab. Claptrap. Jetzt schnell zu Dr. Z. Kann ich was für dich tun? So. Jetzt treffen wir uns mit TK. Der lebt dort hinten. In einer kleinen Hütte. Hoffentlich sind die Skags nicht gespawnt. Weil ich jetzt echt keinen Bock auf die Viecher habe. Oh, so viele Spasten. Auch keine Lust drauf. Ah. Du, noch ein Schritt und es ist dein letzter. Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Also die, irgendwie sind die Sequenzen ziemlich... Hey, asynchron. Warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Ist immer schön Gesellschaft zu haben. Jetzt holen wir seine Vorrede zurück. Die hier irgendwie wieder hinten verloren hat. Hier ist einer dieser also besagten Häufchen und ein scheiß Skagwelpe. Wir dürfen noch mehr von den Scheißviechern rumlummeln. Virtual Rookie. Oh ja. Erwischt. Komm doch her, du Scheißvieh. Wow. Halt. Meine Fresse! Ich dachte gerade, er lebt noch. Oh, eine neue Waffe. Jetzt habe ich sie nicht angeschaut, sondern einfach mal eingesammelt. Hier, eine grüne Schrift, das heißt, sie ist seltener als die. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit den Einstufungen ist. Ich glaube, es gibt grün, dann kommt blau, dann kommt lila, dann rot und orange oder irgendwie so. Oh, ich lasse meine jetzige Waffe. Oh, da ist noch einer. Oh, alle. Was haben wir hier? Wenn es für die Mission notwendig ist, dann wird bei den Items immer so eine Trophäe angezeigt. Hier haben wir noch so einen Haufen. Und jetzt weitergehen. Oh, hier ist es ja schon. Jetzt haben wir noch zwei Vorräte von DK. Das dürfte hier sein. Wieder bei diesen bescheuerten Skagwappen. Und der letzte liegt ja klar da hinten. Los, kommt her. Wow, wir können natürlich auch hüpfen. Und wie die hüpfen können.
habe ihm das Maul weggedingstert. Gemessert hier. Irgendwie waren die Viecher größer. Oder kommt es mir nur so vor, dass die mich gerade verfolgt haben? Nein, wir haben hier so ein Medipack. Eine kleinere Medi-Ampulle. Und der letzte Teil von TK's Vorräten. Gehen wir natürlich gleich zurück. Und kassieren unsere Belohnung ein. Wo war jetzt nochmal? Hier schon. Wo bin ich hier? Wo bin ich gerade hingerannt? Ich muss doch wo ganz anders hin. Ich muss doch dahin. Seltsam. Och nö. Scheiß Bandit. Wow, ein Psycho. Fuck, ey. Wie bin ich gerade gelaufen? Ich bin der Typ da hinten wohnt. Ich bin da hinten rum. So. Hä? Oh, schön Geld. Und noch eine Waffe. Die jetzt aussehen, ich auch gleich aufgesammelt habe. Alles so scheiß Pistolen. Naja, kann ich nachher verkaufen. Stacks, juhu. Du bist kein Skag, oder? Nein, ich bin kein Skag. Nächstes Level. Meistens jedenfalls. Hast du Granaten? Jai. Mit der nächsten Mission, können wir endlich Granaten kaufen. Und unter anderem auch neue Waffen und... Oh Gott, ey. Wie weit die hüpfen können. Und unter anderem auch neue Waffen kaufen und verkaufen. Oh, ich hab's geschafft. Unentdeckt durchzurennen. Gott, ey. Hier ist echt was los. Vor Firestone. Ja, jetzt können wir hier neue Waffen kaufen und verkaufen. Gibt's natürlich auch Sonderangebote. Aber jetzt können wir endlich auch unsere bescheuerten Waffen verkaufen. Und ein bisschen Geld dafür bekommen. So, und jetzt kommen uns Granaten. Und da gab es gerade eben hier im Sonderangebot gab es so einen Granatenmod. Und zwar damit kann man Klebegranaten werfen, die eben an Oberflächen haften bleiben. Wir könnten es uns theoretisch kaufen, aber das findet man auch so. Das meiste, was ihr kaufen könnt, findet ihr auch so. Von dem her braucht ihr es auch nicht. Nur wenn ihr mal was irgendwie was seht, was total cool ist, dann die ich mir auch kaufen, aber anfangs sehr schnell starke Waffen findet, würde ich mir keine kaufen.
Oh. Jetzt verfolgen die Viecher mich noch in meine Stadt rein. Und sehen mich irgendwie durch Wände durch. Die werden übrigens auch von den Skeks angegriffen. Es ist nicht so, dass nur wir davon angegriffen werden. Hier, zumindest greifen die durch uns. Weil sie mich entdeckt haben, mich auch gleich an. Kommt doch hier rein, ihr Viecher. Kommt doch hier rein. Ah, die greifen schon die anderen an. Mir auch, recht muss ich mich nicht drum kümmern. Oh. Auf zu TK! Du bist kein Skag, oder? Nein? Dein Glück. Ui. Ich schieße nur auf Skags. Meistens jedenfalls. So. Nein, Toast, das ist so ein Fuzzi. In so einem Banditen-Haupt-Ding da. Hä? Nee, doch nicht. Ich hatte vermutet, dass es... Ah, es ist... Ja, so ein... verrückter... Oh, bitte nicht, bitte nicht! Geld? Oh, komm! Ziel getroffen! Wo? Da! Da, da, da! Seltsamer Vogel. Brauchst du was? Du kannst mich setzen, wie alle anderen. Okay, das nächste Ziel ist nur noch zu den Nine Toast töten. Ob wir es mit unserem Level schaffen, weiß ich nicht. Ob wir hier hochkommen? Mal probieren. Oh, es klappt. Nein, hier gibt's Gags. Es gibt überall Gags. Ich soll mich eigentlich gar nicht wundern, warum es überhaupt welche gibt. Weil es eher an jedem Ort in dieser Welt welche gibt. Waren's alle? Ich hoffe mal. Jetzt sprengen wir die Barrikaden. Den Rums hat man ja bis hierher gehört. Und nun betreten wir das nächste Areal. Und hier wird er nochmal fürs erste Schluss sein. Hier geht's aber auch nächstes Mal weiter. Bis dann.